Hallo und herzlich willkommen zurück zu Absturzzockt Assassin's Creed Black Flag. Wir wurden befreit von unserem Assassinenfreund und wir sollen jetzt den Eingang des Gefängnisses erreichen. Ich nehme mal an, wir sollen Mary, also Captain Kidd, und die liebe gute Anne aus dem Gefängnis befreien. Halt, hier können wir noch Munition plündern. So. Also. Ich habe es jetzt eine Woche lang nicht gespielt, habe auch keine Ahnung, jetzt, ja, wie ich es jetzt am besten angehe, denn es ist auch die Jahre her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. So, was haben wir denn noch da? Wir haben Schlafpfeile, wir haben Berserkerpfeile, wir haben Rauchbomben und Pistolen. Gut, wir haben nur keine Schwerter. Alles klar, die Alarmglocken sollen wir sabotieren. Aber es sind ganz schön viele Waren. Naja, es ist ja auch ein Gefängnis, ne? Okay. Man könnte ja den mal schlafen legen. Und erstmal in das Gebüsch hier gehen. Puh! War knapp. Bitte nicht. Leute, Leute, Leute. Alarm! Help me, damn it! Das ist hier echt. Alter Schwede. Ich muss hier mit Pfeilen arbeiten, denn ich will ja diesmal die Alarmglocken sabotieren. So. Okay. Okay, der ist wieder wach. Shit! Alarm! Alarm! Na, probier's doch. Okay. Okay. Ja, ganz schön aufgeräumt. Unbewaffnet. Oh, da kommt der nächste gerannt. So, der löst da hinten Alarm aus, also rennen die alle dorthin. Soweit, so gut. Irgendwann haben wir, denke ich mal, alles leer. Haben wir alle hierher angelockt. Boah, ich bin gar nicht stehen unter Strom. Oh Mann, ey. Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie ich das angehen soll. Taktisches Gameplay ist hier jetzt nicht gerade geboten. Ich werde mich aber jetzt mal wieder ein bisschen konzentrieren. Ja, war ja klar. So, und nochmal. Also taktisches Gameplay werde ich mich jetzt mal ein bisschen konzentrieren. Hat er auch noch Munition? Ja. Feuchte. Ja, ich habe nur noch zwei Rauchbomben. Aber ich habe genug Berserkerpfeile. Aber ich bin unbewaffnet, also. Jetzt verschaffen wir uns erstmal einen groben Überblick. Oben ist ein Schütze, okay. Würde ich den treffen? Nee, der ist dafür zu weit weg. Ich müsste also darüber. Okay.
So. Wir können ja die Pfeile nutzen, wenn wir sie haben. Schau ich erstmal, dass der wenigstens einen noch mit umhaut. Ja, einen hat er, okay. Damit ist dieser Wachposten weg und ich habe gesehen, dahinter sind auch noch Wachposten, alles klar. Ich den Schützen dort oben erwischen könnte. Dann kann der von da oben. Jetzt läuft er gleich nach rechts rüber, hoffe ich doch. Ja. Ne, wer schießt eher? So. So, und jetzt kann der da hinten erstmal wild rumballern, bis die den haben. Wenn er es macht. Macht er natürlich nicht. Na gut, der geht drauf durch den Pfeil. So. Okay. Das sind zwei Wachen und hier dahinter stehen auch zwei Wachen. Da ist ein Brunnen zum Verstecken. Ich aber auch noch keine Ahnung habe, wie ich das machen soll. Och, alter Schwede. Und hier ist eine Alarmglocke. Ich muss die also ausschalten hier. Muss meine Pfeile benutzen. Tut mir ja leid. Ich bin unbewaffnet. Okay, einen hat er weg. Sehr schön. Wer kann mich noch sehen? Die da hinten weiß ich nicht, ob sie mich sehen können. Ich müsste jetzt mal schauen, ob die hier... Kommt auf das Dach, wenn ich hoch. Okay, die stehen nur am Tor. Die schauen auch nur konsequent da raus. Alles klar. So. Ja, es hat's schon in sich. Aber ich sehe mich gerade. Die sind abgelenkt. Und die werden es nicht mitbekommen, wenn ich hier mal kurz an die Alarmglocke schleiche. Und die sabotiere. Alles klar. So. Da ist ein Steiger dabei. Ich den hier mal anstifte. Noch ein Steiger. Ja, lassen wir es erstmal. Erstmal alle markieren. Können wir die Ablenkung mal nutzen. Munition plündern. Alaska, der hält ganz schön viel aus. Der steht immer noch. Hat wieder einen weg. Na komm, den schaffst du doch auch noch. Haut den immer die Beine weg. Komm. Bring zur Strecke. Ja, Mann. Jetzt kannst du umfallen. Zack. Okay, den hatte ich gar nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob es jetzt so richtig ist, hier rüber zu gehen. Oder ob ich lieber hier lang schleiche. Und dass ich die einfach mal lasse. Munition. So. Okay. Da hätten wir wieder eine Alarmglocke und da haben wir es auch so gut wie alle, fast alle weggenutzt. Sind drei Schwache. Wenn ich die gegeneinander aufhetze, wird das nicht viel bringen. Hier oben ist noch der Schütze, der steht immer noch. Treffe ich den hier durch? Aber das wäre ultra cool, wenn ich den da durchtreffen könnte. Ich mal warten, bis er wiederkommt. Nee, leider nicht. Schade. Das sind die Leiter von dem Turm.
Leider keine Leiter. Ich muss mal hier ins Gebüsch. Hier oben ist eine Schütze. Du kleine Ratte, du siehst mich also, sobald ich dahin gehe. Boah, ist das knifflig. Wie viele Pfeile habe ich noch? 7. Dann kriegst du mal einen schönen Kopfschuss. Jetzt kannst du mal ein bisschen rumballern, mein Freund. Ich werde in der Zeit mal einen Schluck koffeinhaltiges Kaltgetränk zu mir nehmen. Bam! Das ist eine Runde, okay. Da hinten ist also noch eine Alarmglocke. Jetzt kommt er hier durch. Und noch ein Weg. Ey, du bist mein Held. Das war Luftschlag. Nein! Mein Held ist tot. Ist noch ein Helden hier oben? Ja, der wird mich nicht sehen, wenn ich hier mal ganz kurz hinschleiche. Jawoll. So. Okay, aber ich kann da oben synchronisieren. Läuft der in jede Richtung? Oder läuft der nur da hinten? Wenn er auch hier rüber kommt, hier könnte ich ihn erwischen. Wenn er nur da hinten läuft, könnte ich versuchen hochzuklettern, den auszuschalten. Boah, ist das heftig. Reagiert er auf Pfeifen? Nee. Der sieht mich doch sofort da drüben. Ja, muss ich wohl noch mal. Ich brauche dann mal neue Pfeile. So, schnapp den nächsten, mein Freund. Und wie komme ich jetzt da rein in den Gefängnishof? Okay, aber hier sind alle Wachen weg. Die da hinten, die schauen nicht hier rein. Jetzt müsste ich hier mal schauen. Boah, Trottel. Na super, 2 Steige. Bleib mal versteckt. Ich seh nix. Nein, der ist schon down. Mist. Hier kommt der. Okay. Läuft zurück. Ja, schnapp dir mal alle, mein Freund. Hau ihn um! Hau ihn um! Jawohl! Und da müssen noch mehr sein. Nicht zu mir kommen. Such dir deine Leute, kommen, aber nicht hier rauskommen. Bitte, bitte, bitte. Oh, du bist mir gerade ein bisschen zu stark. Ich brauche meine Waffen zurück. Das ist doch nicht mehr normal. Findet der niemanden? Ist da echt keiner mehr? Kurz meine Pfeile übrigens. Okay, zum Glück muss ich mit Schlafpfeilen arbeiten. Oder eben dann im Endeffekt mit der Pistole. Oder einem Wurfmesser. Okay, der ist down. Wenn jetzt hier keiner war, kann ich mir auch die nächste. So. Kurzer Schnitt. Und weiter geht's. Alarmglocke sabotiert.
hätte gern hier die Munition noch. So, ich stimme auf Schlafpfeile. Das hier muss ich erreichen, okay. Boah. Okay, wo sind sie? Die Stimme kenne ich doch. Ist das nicht Racket? Oh Gott, da unten laufen schon die zwei herum. Markiert. Oh Mann, ey. Aber mit den Zweien kann ich es doch bestimmt aufnehmen. Die laufen dort nur im Kreis. So, ihr Ratten. Okay, ich nehme mal die ganze Munition mit, ne? Also, ich muss. Kugeln habe ich auch, Schlafpfeile wieder einer dazu. Ich bin total angespannt. Ich will das nicht verkacken. Natürlich auch Ecken, wo man sich verstecken kann. Oh je. Okay, der kommt hierher. Den packe ich mir. So. Alles klar. Kann ich den auch noch andocken? Wahrscheinlich nicht. Dahin, der läuft bis dahin. Ne? Na gut. So. Ratte. Ich höre sie doch schon. Zellen müssen wir noch mit kontrollieren hier. Wen haben wir denn hier? Hallo, Fein. Ich habe gehört, dass man dich entdeckt und hergebracht hat. Was ist denn nur danach passiert? Das Holz! Ja, ich wünsche dir Glück, Mann. Hätten wir uns doch als Freunde getrennt. Okay. Alles klar. Ich hatte ihn also nicht getötet auf der Insel. Man hat ihn entdeckt und ins Gefängnis gebracht. Ach, wenn. Kann ich ja von hinten nicht. Obwohl. Ich hab doch auch noch Klingen. Klingelingeling.
ganz vergessen. Ey, Alter, ich habe meine versteckten Klingen vergessen im Spiel Assassin's Creed. Super. Oh Gott. Alles klar. Erledigt. Also seht, wir spielen hier konsequent Hauptmission weiter. Nichts mehr mit Plündern. Keine Collectibles finden. Ich will jetzt Captain Kidd, also die liebe gute Mary und Anne finden. Ist noch ein Schrank. Angeblich gibt's hier. Ach, hier geht's weiter, okay. Da ist er auch. Hier ist unser Assassinenfreund. Hey, wo kommst du denn her? Die sind hier nicht. Steht er hier rum? Geh weg. Entweder hilf mir oder bleib zurück. Ist auch nichts. Nach draußen. Okay, wo sind die beiden? Ist nur ein Schrank. Wenn er hier steht, müssen sie ja hier sein. Hallo? Hallo? Kann ja aber auch nicht rufen, ne? Aber der Assassine steht hier rum. Also müssen die ja hier sein. Muss ich hier irgendwas öffnen? Ne, hier liegt nur noch eine Axt rum. Mary und Anne finden. Da. Ich war doch gerade hier. Toll, super. Klasse, rennen hier 10 Minuten rum. Mary? Mary, ich bin's, Edward. Edward? Und wer ist das? Alles gut, Anne. Er ist dein Freund. Was ist mit Mary? Die ist krank. Und ihr Kind? Die haben es. Weiß nicht wo. Ich weiß, es schmerzt, my lady. Doch wir müssen leise sein. Kannst du gehen? Stütz dich auf, Marina, komm. Ich kann nicht. Durchsuch die Zellen. Komm, genauso. Ach komm schon, lauf bitte. Das wird wieder. Oh mein Gott. Alles klar. Abstützen? Ja, mach langsam. Mach langsam. Ich lass dich nicht zurück, verdammt, gib deinen Arm! Hauptsache, du überlebst das Ganze, Mary. Oder Captain Kidd. Die Briten haben ihr Kind. Also ich muss so nah an der Wand laufen hier, das geht nicht anders. Es ist niemand hier! Ich gehe nicht ohne dich. Auf keinen Fall. Lass mich runter, Edward. Stirb doch nicht wegen mir. Geh. Das ist so eine Schweinerei. Verdammt. Du hättest die sein sollen, die mich überlebt. Mein Teil ist getan. Und deiner? Bleibst du bei mir, könnte ich es.
Mary. Ich bin bei dir, Kenway. Bei dir. Durchsucht ihr jeden Winkel! Okay. Mary ist tot. Kommen auf, auf den schnellsten Wege, genau, und da bleibe ich an Sandsäcken hängen. Oh. Nein. Was ist mit Mary passiert? Was ist? Ist sie tot? Oh nein. Oh Gott! Was werdet ihr jetzt tun? Nichts Vernünftiges. Schreit nach Rache! Ihr habt sie zwar nicht verdient, aber sie passen euch. Auf gutes Gelingen, Edward Kenway. Okay, also, Captain geht auch noch tot und Edward, also wir sind mittlerweile am Überlegen, ob wir nicht uns an den Briten rächen und den Assassinen helfen und die Templer damit, ja, in Grund und Boden stürzen. Leiden ohne zu sterben, Mission beendet, 90%, liebe Grüße an Adi, ich schaff die 100 noch. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, ich hoffe ihr schaltet wieder ein, dann geht's echt, also Finale ist jetzt zum Greifen nahe. Okay, also Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Wer noch nicht weiß, wie wir in den Kerker überhaupt gekommen sind, die letzten Folgen nochmal einschalten. Und wer uns zum ersten Mal schaut, dann abonnieren nicht vergessen. Ja, wäre cool von euch. Also, reingehauen, ihr Lieben.